So, WWE Leute, Rick hier am Start mit der nächsten Instanz, das Dampfviertel oder auch Steve Porter. Deutlich anspruchsvollere Instanz. Aber auch locker schaffbar. Solltet ihr hier einen Schatz finden, müsst ihr unbedingt das komplette Gebiet vorher clearen. Und bevor ihr sozusagen zum ersten Boss hochlauft, seht ihr, dass ihr auch dann Schatz ist, dann hier oder so, dass ihr wirklich einen Schatz umzählt, wenn wir uns am Start sind. Schön den Trash auslassen. Solltet ihr noch andere Positionen von Schätzen finden, die nicht auf der Karte verzeichnet sind, dann schreibt es mir in die Kommentare, ladet es irgendwo hoch. Oh, weiß ich nicht, was es da für Portale gibt, wo man Fotos hochladen kann. Und tragt die dann ein und dann füge ich die einfach hinzu. Dass das dann für die Allgemeiner zugänglich ist. Ich merke, je mehr Keys freigeschaltet werden, desto neuere Spots gibt es. Obwohl ich jetzt schon inzwischen ziemlich viele Keys eingelöst habe. Wow. Also das ist mit Abstand der echt schwerste Punkt dieser Boss. Ja, einfach unglaublich schnell ist. So fast eine Textbeta, dass man gar nicht mehr gegenhalten kann. Was ist los?
Zack. Das war's auch schon. Nicht weiter wild. Wie immer. Könnt mich im Spiel adden für Keys oder sonstiges und dann sehen wir uns im nächsten Video.